Grüß Gott, das ist ein bisschen komplizierter jetzt zum Abdrehen, weil ich habe das jetzt ein bisschen gemischt. Ich habe drei Fächer, das habt ihr ja oft schon auf Instagram gesehen. Bei dem zweiten Fach sind Seifen, Bodylotions, Deos, Bodysprays, Duschschäume. Ich weiß, das passt jetzt nicht so ganz zusammen, aber ihr habt ja gesehen, dass ich sehr, sehr viel habe. Duschgel allein braucht schon eine eigene Reihe. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal die Seife zuerst. Ich habe das versucht ein bisschen zu schlichten, aber das ist unmöglich. Deswegen zeige ich euch ganz schnell mal die Seife zuerst. Als allererster als Backup habe ich noch die Buttermilch-Limone-Seife. Die werde ich auch als nächste aufbrauchen, weil meine wird eh bald leer. Das heißt, ich lasse die gleich da heraus, weil dann kann ich die gleich dann einsortieren. Und dann als nächste als Seife habe ich die Cranberry und Mandel, wo ihr das Duschgel im letzten Video gesehen habt. Katastrophe. Dann das Kakao, also die Birne und Kakaoseife. Deutsch ist auch schon schwer gerade. Dann die Clementine und Zimt. Kennt ihr ja eh. Und dann habe ich noch zweimal die Vanille. Die habe ich mir mal in einem Sale gekauft. Habt ihr auch vor kurzem in einem Haul erst gesehen. Das war's jetzt mit Seife. Deo habe ich einmal noch die Zuckerschnute. Dann habe ich einen Mini-Deo-Stick. Den mag ich nämlich am liebsten. Gibt es aber leider nicht mehr. Und einmal dieses Deodorant Balsam, was jetzt nicht so mein Liebling ist. Und einmal einen Donna Karen Deo Stick, den ich endlich mal aufbrauchen sollte. Dann habe ich hier, das ist gegen Orangenhaut, von Clarins ist das. Wenn ich es aufkriege, Leute. Komm, ich zeige euch das später, okay? Ich kriege es mit der einen Hand nicht auf, ich habe da ganz viel noch auf meiner Schoß liegen. Als nächstes machen wir Duschschaume, da habe ich ganz, ganz viele und da ich sollte wirklich nichts mehr kaufen. Ich überlege mir, ob ich nicht bei Yves Rocher bestellen soll, weil ich habe eindeutig zu viel und sollte das mal aufbrauchen. Von Bilou, dem Pfirsich-Duschschaum, dem bin ich ja hinterhergelaufen, wie nicht behindert, weil ich den unbedingt haben wollte. Voll unnötig, weil ich zurzeit Bilou gar nicht mehr mag. Obwohl ich so viele habe. Dann habe ich noch den Cotton Candy. Den, ja, Splashy Melon, den gibt es ja nicht mehr. Habe ich noch einen von hier? Sehen durch jetzt so drin nichts mehr. Oh ja, doch, den Slushy Apple habe ich noch. Dann habe ich von Balea ganz viele. Den habe ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das ist der, wie heißt der? Hawaiian Dream mit Kokos. Sollte ich jetzt im Sommer vielleicht verwenden. Dann, den ich ja unbedingt haben wollte, kennt ihr sicher noch aus irgendeinem Haul-Video, den Dresden Essence Duschschaum mit Winterbeere. Und gleich fliegt das Sackerl. Ach Gott, diese Haare nerven mich. Dann habe ich noch Duschschaum Vanilla Cream von Balea. Ihr seht, ich muss unbedingt aufhören, mir was zu kaufen. Das ist echt abnormal. Aber vielleicht ist das Video auch gut für mich. Duschschaum Sweet Cake. Und ich glaube, dann kommt das gestörteste von allen. Moment kurz. Ja, klar. Klar, oder? Sorry, kurze Unterbrechung. So, Duschschaum. Ich habe noch drei Backups von Marbert Duschschaum. Ich weiß nicht, ob ihr das... Oh ja, man erkennt sie ein bisschen. Die sind so staubig, ich schwör's euch. Einmal, zweimal und dreimal. Der mit dem Sticker, den habe ich mir selber gekauft. Und die anderen drei, also einen habe ich im Badezimmer stehen, den benutze ich hin und wieder. Eh dämlich, wenn ich drei Backups habe, aber wurscht, weil den gibt es nämlich nicht mehr. Und zwei habe ich, drei habe ich geschenkt bekommen. Einen zu Weihnachten, zwei zu Weihnachten, einen so von der, von dem Außendienst-Ding. Weil ich gejammert habe, dass sie den auflassen haben und einen habe ich mir selber gekauft. So, kurze Aufklärung. Kommen wir zu Bodysprays, weil mir fliegt alles aus der Hand. Sorry, wenn ich das so schnell durchrate, aber ich will das hinter mir haben. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr mich das nervt. Wirklich keine Ahnung. Oh Mann. Okay. Ich habe einen Bodyspray von Burberry. Den sollte ich vielleicht endlich mal aufbrauchen. Der ist eh so winzig. Ich sollte generell zuerst die ganzen winzigen Sachen aufbrauchen, weil dann habe ich wenigstens mal was weg. Ich bin so angefressen auf mich gerade. Das könnt ihr nicht vorstellen. Wirklich wahr. So, einmal den Burberry Bodyspray.
Dann habe ich den Lady Lemon und Mr. Mint Body Spray. Ich finde den zwar gut, aber ich habe Angst, dass mir dann die Wespen nachfliegen oder so. Dann habe ich noch zwei von Essence. Schauen wir, ob ich das hinkriege. So, die beiden. Einen habe ich ja verschenkt, glaube ich. Obwohl ich den Duft sehr, sehr gern mag. Ich will ihn halt nicht verwenden, weil den gibt es ja nicht mehr. Das war ein limitierter. Der riecht genauso wie diese Haarsprays, die ich habe. Dann habe ich von Victoria's Secret ganz, ganz, ganz viele. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen, aber ich glaube schon. Jetzt kann ich auch schnell den holen. So ein Scheiß. So. Ich habe meinen Liebling vergessen, den Secret Escape von Victoria's Secret. Ich habe noch so viele. Was habe ich nicht viel? Das ist Mango Temptation. Ich habe nur die alten Verpackungen noch, weil die neuen habe ich mir nicht gekauft, weil ich eben so viel habe. Den Amber Romance, den es ja noch gibt. Den Love Spell. Ich halte das so kurz hin, sorry. Den Love Spell. Dann habe ich noch den Coconut Passion. Und den Strawberry and Champagne. Jetzt kommen wir zu der Klaraus-Ding, was ich euch vorzeigen wollte. Das ist so ein Anti-Orangenhaut-Dingsbums. Bodyfit heißt das. Das sieht so aus. Ist noch komplett unbenutzt. Weil ich habe noch... Irgendwo habe ich noch ein anderes. Fragt mich aber nicht wo. Und das wollte ich eigentlich davor aufbrauchen. Ihr seht, es ist komplett durcheinander. Ich bin froh, dass ich es auch irgendwie schlichten kann vorher. Dann habe ich ganz, ganz, ganz viele Victoria's Secret Body Lotions. Ganz, 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 ganz viele. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen. Aber wenn, dann zeige ich euch die später. Amber Romance. Das werde ich eh nie gleichzeitig leer kriegen. Strawberry and Champagne. Die gibt es ja noch, die Body Lotions. Die Duschgele gibt es halt nicht mehr. Dann mein Liebling Secret Escape. Mango Temptation. Und Endless Love. Den Duft mag ich voll gern, weil der riecht so wie ein Parfum, das ich damals als Kind immer hatte. Deswegen mag ich den Duft so gern. Dann habe ich hier einmal die Lady Gaga Body Lotion, die ich endlich aufbrauchen sollte, weil die ist so alt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch gut ist. Das ist die in dieser schwarzen Flasche. Haare am Lippenstift. Oh, die riecht noch genauso wie das Parfum. Die werde ich wahrscheinlich zu Halloween-Zeit aufbrauchen, wenn ich meinen Duft dazu leer mache. Weil ich habe den Duft ja auch dazu gekriegt, einmal von einer Freundin. Ja. Dann habe ich eine kleine Bodylotion von Biotherm. Die sollte ich jetzt eigentlich für den Sommer leer machen, weil die passt jetzt so gut zu dieser Jahreszeit eigentlich. Aber ja, die ist auch noch komplett zu. Ich habe sie noch nicht mal angetatscht oder sonst was. Dann habe ich noch von einem Duft vom Roberto Cavalli Paradiso. Den Duft habe ich auch sogar. Die Bodylotion. Dann, die habe ich noch irgendwo. Ja, da. Einmal noch eingetütet und einmal so. Und ich habe auch noch eine, die benutze ich aber gerade. Ich habe drei davon, stellt euch das vor. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann benutzt du eine. Ja. Ich halte sie euch noch kurz. Ich finde die Verpackung nicht so cool. Ja, dann habe ich eine von Yves Rocher. Das ist, glaube ich, die einzige, die ich mir von den Winterkollektionen gekauft habe. Weil ich eben Bodylotion-faul bin. Wirklich Bodylotion-faul bin. Und weil ihr seht ja, ich habe noch genug. Also habe ich mir nur die Birne und Kakao gekauft. Gotte! Dann habe ich noch eine Bodylotion gekriegt von der Arbeit, von dem Duft Modern Princess von Lavant. Der Duft ist richtig geil. Den Duft liebe ich. Und ich bin froh, dass ich die Bodylotion habe. Ich bin ja nicht so ein Bodylotion-Fan, wie es Duschgel lieber, aber egal. Das war's wert. Dann habe ich noch zweimal die Hafer Bodylotion von Yves Rocher, wo ihr im letzten Video das Duschgel gesehen habt. So sieht das aus. Ja. Wenn ich das aufbrauche, Leute, fragt es mich nicht, weil ich habe von Hafer auch noch die Bodylotion. Oh Mann, ey. So, noch die habe ich auch noch und die sollte ich endlich aufbrauchen, weil meine Freundin gesagt hat, bei Yves Rocher sollte man ein bisschen aufpassen. Ja, dann habe ich noch von Balea ganz viele. Die drei. Ich habe aber noch irgendwo eine. Ja, da liegt sie, die ist umgefallen. Einmal die Cremeöl-Bodylotion, diese Mandeln, die mögen ja viele, glaube ich. Die hat mir mal die Kathi gekauft. Habe ich noch nie, oh ja, ich glaube damals einmal, oder? Ich bin mir nicht sicher. Werde ich aber dann, ja, irgendwann in 100 Jahren aufbrauchen. Dann die Limited Edition, eine habe ich mir sogar einen kleinen Hawksdorf gekauft, sehe ich gerade. Einmal die Tropical Sunshine und die Cabana Dream, wo ich euch auch das Duschgel gezeigt habe. Ich
glaube, die andere gab es ja nicht als Bodylotion, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe sie auch, glaube ich, gar nicht. Aber umso besser, die zwei reichen ja vollkommen. Dann habe ich noch als Bodylotion große Gefühle, diese 20 Jahre Edition, was es da gab. Ja, habe ich auch noch. Habe ich vollkommen vergessen. Dann habe ich noch von der Haare ein Body Soap. Ich hatte ein zweites, aber ich weiß nicht, ob ich das verschenkt habe. Ich glaube, ich habe das verschenkt. Aber ich weiß gar nicht, wem. Vielleicht meiner Schwester. Ja, ich glaube, ich habe das zum Geburtstag geschenkt. Oder? Ich bilde mir ein, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also, Ahava Body Soap. Die Verpackung ist jetzt übrigens neu gemacht worden. Dann von einem Duft eine Body Lotion. Die habe ich mal von der Schulung bekommen. Von Calvin Klein Eternity Now. Den Duft mag ich aber irgendwie nicht. Na oh ja, als Bodylotion geht's. Aber als Parfum, das finde ich so ekelhaft. Aber als Bodylotion geht's. Dann habe ich noch eine Balea. Das ist diese Melone, die es letztes Jahr gab. Dieses Gelee ist das. Das ist sogar noch bis 2018 haltbar, Gott sei Dank. Habe ich noch nie aufgemacht. Ich meine, ich könnte es schnell aufbrauchen, weil es klein ist, aber ich bin ja so... Eine volle Sonne creme ich nicht ein. Ja. Dann habe ich noch dreimal die Mandel. Dreimal. Und der Deckel ist so eintatscht bei der einen. Und bei der auch. Das ist wahrscheinlich wegen dem Gewicht. Ja. Noch dreimal die von The Body Shop. Die Mandel. Und das war ja meine allerliebste. Und ich sollte endlich... Ich traue mich gar nicht eine aufmachen. Die riecht aber noch ganz normal. So wie am Anfang. Vielleicht versuche ich mal zwei davon leer zu machen. Aber ja, das ist, glaube ich, bleibt, glaube ich, ein Traum. Noch eine von The Body Shop. Das ist die Pink Grapefruit. Die habe ich mal gratis zu einem Einkauf dazu bekommen. Ja. Die in den Pumpspendern, glaube ich, hatte ich noch nie. Ich hatte immer nur diese Tiegel. Wir sind bald durch. Ich habe das Gefühl, was vergessen, aber wir sind bald durch. Dann habe ich die Balea Vanille und Kokos. Die sieht so aus. Da habe ich auch zweimal das Duschgel davon. Die werde ich meinem Vater, glaube ich, schenken, weil der schmiert sich immer so gern mit solchen Sachen die Hände ein. Oh, nein, die riecht so geil. So viel zu herschenken. Also Mama gesagt, blablabla. Aber die riecht urgut. Okay, sorry Daddy. Kriegst du es dann? Welche Drogen nehme ich? Die riecht echt gut. So viel dazu. Die geht aber nicht zu, du Scheiß. So. Das ist die Mango und Maracuja. Die riecht voll geil. Wie so ein Smoothie riecht die. Ja, eigentlich wollte ich ja was herschenken, aber ich glaube, Leute, das können wir vergessen. Ein paar haben wir noch. Unter anderem die parfümierte Bodylotion von Roberto Cavalli, wo ich das Duschgel hatte. Ich habe recht gehabt, die goldene habe ich nicht, ich habe nur die. Unlogisch, naja, egal. Dann habe ich von Elizabeth Arden die White Tea Bodylotion. Die ist riesengroß. Da sind 400 Milliliter drin. Und von Elizabeth Arden mag ich diese... Die andere, die kleine, die ihr vorher gesehen habt. Und die finde ich auch ganz, 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 ganz toll. Ganz, 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 ganz toll. Aber ich habe 100 Millionen Trilliarden Sachen. Also wann soll ich das mal aufbrauchen? 4 habe ich noch. Dann haben wir es geschafft. Was ist denn da ausgeronnen? Oh Gott. Also. 4 habe ich noch. Einmal diese Winter von Yves Rocher. Das ist diese... warum labe ich so blöd her? Wo ich das Duschgel auch habe. Die will ich auch bald aufbrauchen. Obwohl die eh noch haltbar wäre. Da sollte ich vielleicht mich eher um die anderen Sachen kümmern. So wie die hier. Die ist, glaube ich, sogar schon eigentlich abgelaufen. Letztes Jahr, November. Ups. Ich habe die aber noch nie offen gehabt, glaube ich. Oh, scheiße. Doch. Die ist ja urflüssig. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ob ich die behalten soll oder ob ich sie entsorgen soll. Sehr strange. Wirklich sehr strange. Dann habe ich noch zwei. Eine vom Body Shop. Das ist die Papaya. Da will ich dieses Duschgel, was ihr im letzten Video gesehen habt, unbedingt dazu verwenden. Die sieht so aus. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Keine Ahnung. Das ist die Frage aller Fragen. Dann habe ich noch eine Body Lotion Zuckerschnute. Sollte ich auch mal aufbrauchen, weil die ist noch komplett zu. Aber um die Mandarine mache ich mir Sorgen. Aber sie riecht noch komplett normal. Sie ist halt nur extrem flüssig, aber wegschmeißen wäre mir eigentlich zu schade, weil ich mochte die Mandarine immer so gerne. So schaut die aus. Die mochte ich immer am liebsten. Oder die Melone war auch gut, aber die mochte ich am allerliebsten.
ja. Mal schauen, vielleicht schaue ich, ob ich es. Ich warte jetzt mal ab, ob ich vielleicht darauf reagiere. Aber sie riecht noch so wie früher. Mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden, was ich damit machen werde. Ja. Boah, das war's. Ich habe so viel Zeug. Bodylotion bin ich ja Gott sei Dank eh schon brav und kaufe mir nichts mehr, weil ich eben so viel habe. Duschschaum brauche ich noch einen am Hinterkopf, dass ich dann nichts mehr kaufe, weil das ist einfach zu viel. Wirklich zu viel. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ja, ich bin unbaff. Wieder genauso voll wie die Duschgel, also wie das Duschgel. Ihr seht es ja eh auch am, naja, nicht ganz, aber... Oh, ich bin gar nicht... Okay, egal. Das war's jetzt mit dem Video. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, was eure Lieblingsbodylotion ist, und ihr könnt mir mal schreiben, wie das bei Alverde so läuft. Weil eigentlich ist ja nur schlecht, wenn es schimmelt, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Sie riecht noch gut. Naja, egal. Wir werden sehen, wie ich reagiere. Wenn nicht, schmeiße ich sie weg. Dann sehen wir es. Wortkotze. Dann sehen wir sich im nächsten Sammlungsvideo. Und damit es wieder gemischt sein. Also wundert euch nicht. Bye!